Ich gehe in den Garten, die Arbeit... So, da es im Garten scheinbar immer nicht so gut wächst, was ich von Gartennachbarn gehört habe, habe ich jetzt hier auf der Fensterbank Basilikum angepflanzt. Die ersten Keimlinge sind auch schon draußen und ja, freue ich mich. Zumal ich es ja eh meistens in der Küche benutze und nicht im Garten. Aber in der Küche ist natürlich nicht ewig Platz. Das wird heute mein Projekt sein. Wie ihr seht, ist der ganze Zaun hier, da wackelt übel. Der Wind hat den schon viele Schrauben rausgedrückt und es dauert nicht mal lange und dann macht der Schrau eine absolute Mücke. Da zeige ich euch mal was. Und zwar, da ist nämlich zwei Gärten weiter, wo auch der Sturm getobt hat. Da sieht das dann mein Zaun, sieht dann genauso aus wie der hier. Und das wollen wir ja nicht. Und deswegen wäre es heute mein Zaun. Man sieht das auch, wenn man jetzt so lang guckt, dass der Zaun so leicht schräg nach außen geht. Wie gesagt, hier alles hängt alles auf 8:30. Hier die Latte ist schon komplett raus. Also Zaun festschrauben, das ist sozusagen heute. Deswegen habe ich auch hier Bohrmaschine mitgebracht, Schrauben. Und das wird heute Projekt sein. Ja, der Zaun ist jetzt soweit wieder stabil. Allerdings ist das ganze Holz hier schon relativ morsch. Das heißt, es ist ohne für die Ewigkeit. Und entsprechend, ja, ich denke mal, es wird dann dieses Jahr noch durchhalten. Und beim nächsten Jahr muss ich dann wahrscheinlich irgendwann mal einen neuen Zaun machen. Aber naja, ist auch schön, da kann man mal ein bisschen kreativ werden. Ansonsten, Zaun steht wieder. Na, guckt mal hier. Ich glaube, das ist ja fett. Da wächst hier den Baum. Sehr cool. Fetthennenbaum. Mal sehen, wie groß der wird. Oder vielleicht blüht die auch einfach nur und dann ist auch wieder Ende Gelände. Aber sieht schön aus. Wir sind kleine Palme. Ja, bei denen wurde mir das vorige Mal von jemandem gesagt, das wäre Grünkohl. Und das wäre natürlich richtig geil. Und Grünkohl macht auch Sinn, weil ich Grünkohl ganz oft angepflanzt habe. Und deshalb habe ich gleich nochmal eine Frage zum Grünkohl. Und zwar, hier. Bei dem Grünkohl, da sieht er eigentlich schon so aus, als könnte man den ernten. Erntet man den wie Spinat hintereinander oder lässt man den wachsen und erntet dann? Wisst ihr, wie man den Grünkohl hier erntet und wann ich den ernte vor allem? Muss ich jetzt bis Winter warten oder wie funktioniert das hier mit dem Grünkohl? Wenn ihr eine Ahnung habt, sagt in den Kommentaren Bescheid. Zucchini hier, das ist der erste kleine dran. Der erste kleine Zucchini ist also auch dran. Ja, geht langsam. Das ist die bunte Beete, da wächst auch noch nicht viel, aber bei der roten Beete, das habe ich das vorhin mal schon gesehen, hier, guck mal. Die rote Beete kann ich also quasi schon ernten. Ich habe jetzt noch ein paar Knollen zu Hause, ansonsten kann ich jetzt übergehen zu der eigenen rote Beete dieses Jahr. Und ich habe gehört, die Blätter enthalten noch mehr Vitamine als die Knollen. Das heißt, die Blätter kommen früh in den Smoothie und die Knollen kommen früh in den Smoothie. Da kommt eigentlich alles in den Smoothie. So, aber das Highlight des heutigen Tages ist, die ersten Erbsen sind fertig, habe ich gar nicht mitbekommen. Auf jeden Fall ist das die erste Erbse der Saison. Und gleich finden wir auch noch eine zweite. Naja. Ja, die anderen sind noch nicht so richtig. Eine, ja. Die hier. Aber das geht jetzt auch langsam los mit den Erbsen dann. Super. So, es ist mal wieder Zeit für einen kleinen Gartenrundgang. Wir haben ja den letzten gemacht im Winter. Und ja, ich dachte Mitte des Jahres nochmal ein und am Ende des Jahres. So, und jetzt Mitte des Jahres, es geht langsam so los mit dem Blühen und mit den Früchten und mit dem Gemüse und so weiter. Also, wir fangen hier an. Also, das ist sozusagen ein Überblick über meinen Garten. Hier fehlt der Steinweg neben dem Hochbeet vorbei zur Laube. Und ja, hier auf der rechten Seite sind im Endeffekt nur Blumen und Grünzeug, bis auf den Shizuan-Pfeffer, den man jetzt nicht so gut sieht. Der steht da hinten, habe ich in einem anderen Video mal vorgestellt. Und da hinten wächst noch der ewige Kohl und die Wildtomate. Aber ja, die sind zu weit weg, brauchen wir jetzt auch nicht
unbedingt direkt zu filmen. Also hier sind Blumen und auf der anderen Seite ist auch vorne alles Blumen. Und die weiteren Blumen, die ich jetzt im Garten noch finde und ausgrabe, wie viele Pfingstrosen und andere Rosen, die das alle hier vorsetzen, hier vorne soll alles wild mit Blumen und mit Grünzeug bewachsen sein. Und der hintere Teil soll dann eher so das Gemüse sein. Ja, diese Steine habe ich übrigens selbst gegossen. Das hatte ich ja, glaube ich, schon im ersten Video gesagt, wo wir hier eine Führung gemacht haben. Das hier ist übrigens eine Wildtomate. Nur mal so. Ja, der Mohn ist jetzt fertig mit Geernten. Das ist das Hochbeet, wo halt vieles Zeug drin wächst. Hier vorne hat jetzt das Postelein ausgewachsen. Das werde ich mir mal rausmachen, was Neues reinpflanzen. Ja, ansonsten finde ich diesen Baum sehr schön, den Namen ich leider schon wieder vergessen habe. Ja, hier ist ein Rosmarinsalbei. Also hier vorne ist ziemlich viel Kräuterzeug. Salbei und das ist grüner Spargel. Lavendel habe ich überall bei mir im Garten gepflanzt, weil ich irgendwo gelesen habe, das ist gut gegen Schädlinge. Aber na jo, mein Gott. So, hier Spinat, habt ihr ja gesehen. Im Hochbeet so eine Aubergine, Grünkohl und Paprika neben der Zwergtamarillo und dem Spitzkohl und der roten Melde. Hier unten wachsen dann wieder grüner Spargel und hier sind dann die Erbsen, Tomatensalat, Orangenbeete, gelbe Beete, Möhren und Grünkohl und Zucchini. Das ist halt alles im Hochbeet, aber das wisst ihr aus meinen anderen Videos. Hier unten sind Walderdbeeren rund um den Pfirsichbaum. Der Pfirsich trägt auch schon wieder ordentlich. Die Pfirsiche werden nicht allzu groß, sind aber sehr, sehr schmackhaft. Der Baum ist relativ alt und ich habe schon Angst, dass der bald hier zusammenbricht. Und das wird auch nicht mehr lange dauern. Da hat er auch hier einen zweiten Ast. Der ist voriges Jahr abgebrochen. Ja, ansonsten habe ich hier einen Bambus gepflanzt. Und zwar ist es eine Bambusart, die, ich zeige euch das mal ein bisschen von näher, die relativ dicke Stämme macht und nicht so weit ausufert. Also nicht so wild umherwächst, sondern richtig vereinzelte dicke Stämme macht. Und das finde ich sehr, sehr attraktiv. Ja, das kommen wir hier zum Schlafbaum. Der legt sich abends schlafen. Sehr interessant und vor allem sehr schön. Eigentlich aber nicht winterhart, aber scheinbar ist in meinem Garten, läuft da die Welt ein bisschen anders. Und die läuft deshalb auch ein bisschen anders, weil ich habe hier Goji-Bären, das ist eine und das ist noch eine. Und beide Goji-Bären habe ich jetzt nur seit anderthalb Jahren und die tragen einfach nicht und die blühen einfach nicht. Und da muss ich mir überlegen, was ich da mache. Ansonsten habe ich hier noch so ein kleines Beet, wo auch viel Gemüse ist. Ein paar Kohlsorten, Brokkoli, Grünkohl, wilde Tomate, Orangebeete, dann hier Minze, Cola-Kraut, Gauben, dann kriechender Sellerie, Zitronenverbene, Spitzwegerich, Schnittlauch, na halt ein paar Sachen noch. Hier auf der Bärenstraße, diese Bärenstraße, Goji-Bären, kommt jetzt die japanische Weinbeere. Unten kommen die Erdbeere Corona, hier ist eine Sommerhimbeere, hier ist die Brombeere Loch Ness. Dann kommen wir unten zu den Erdbeeren, darunter auch vereinzelte Ananas-Erdbeeren. Und hier ist die Herbst-Himbeere-Polka. Das Schöne an der Herbst-Himbeere-Polka ist, dass man die im Herbst einfach bodennah oder kurz, weiß jetzt gar nicht, dass ich nichts Falsches sage. Ich glaube, im Frühling oder irgendwann schneidest du die einfach bodennah ab. Ja, im Frühling, kurz vorm Ausblühen, schneidest du die bodennah ab und dann ja, ist halt perfekt, weil da musst du nichts aufpassen, was einjährige und zweijährige Getriebe sind und so weiter. Und von daher ist es wunderbar. Hier hinten wachsen halt noch ein paar Blumen, die ich allerdings, wie gesagt, nach vorne verfrachten werde. Weil ich habe nicht alle diesen Herbst und Winter rausgekriegt, wo ich wusste noch, wo sie sind. Und jetzt weiß ich wieder 1, 2, 3, raus. Hier hinten wächst noch ein bisschen Zeug, unter anderem Fu Ti, das ist chinesisches Heilkraut, muss ich mich aber noch intensiver mit beschäftigen. Ja, ansonsten ist hier Schilfgras. So, das ist halt ein Wein, also kein wilder Wein, wie der manchmal im Zaun wächst, den ich mal rausmache, sondern richtig ein Weinstock. Hat auch so diese komische Krankheit, aber das ist eigentlich relativ egal, weil die Trauben werden trotzdem eigentlich immer relativ groß und saftig und süß und ja, eigentlich eine tolle Sache, so ein Weinstock. Ja, das sind die Feigen. Ob die nun wirklich was werden, ich weiß es nicht. Also die sind zwar schon relativ groß und schön geworden über den Winter jetzt, aber ich habe irgendwie den Eindruck, weil es sind schon ein paar abgefallen, dass das so alles mit den Feigen hier in Deutschland, zumindest in den Breitengraden, wo ich lebe, hier in Leipzig, nichts wird. Da ist noch ein Apfelbaum. Ja, die habe ich ein kleines Selleriebeet gemacht. Und das ist jetzt auch meine Kartoffelplantage. Da ist auch Estragon und noch Spargel dabei und hinten Topinambur. So, die Pfanne lasse ich hier stehen. Das Pfanne ist so ein Grünzeug, was ich liebe, auch im Garten verteilt. Das werdet ihr immer mal sehen. Und das hier ist ein ganz interessantes Projekt. Das ist ein Maulbeerbaum. Ich bin mal sehr gespannt, ob der Maulbeerbaum irgendwann mal Maulbeerfrüchte trägt. Weil ich liebe diese Maulbeerfrüchte. Und ja, es wäre ein Traum, wenn ich die selber haben würden, können, sollen, würden, müssen. Scheißes Deutsch. So, jetzt sind wir hier bei meiner Tomatenplantage. Und zwar habe ich hier einfach mein Tomatenbeet gemacht. Ja,
ein bisschen wind- und wassergeschützt, aber nicht nur. Weil, also hier im Gartenverein haben wir die Erfahrung gemacht, dass so ein Tomatendach oder Tomatendings, dass das eigentlich relativ irrelevant ist. Wenn sie Braunfäule kriegen, kriegen sie Braunfäule, wenn sie nicht, kriegen sie nicht. Also egal, ob es geschützt ist oder nicht. Ja, zumindest so das, was mir die Gartennachbarn gesagt haben, und ich habe das einfach mal so von barer Münze genommen, weil es auch bequem ist. Hier ist noch eine Zwergtamarillo drin und ja, ein kleines Teich mit einem Wacholder drumherum. Vieles Blumen und Blühzeug, das ist auch wieder von der Vorbesitzerin, wo ich jetzt nicht groß was gemacht habe, außer dass ich das ein bisschen eindämme. Und ja, und dann habe ich mir hier noch ein Hochbeet gebaut, wo ich auf der einen Seite Ananas-Erdbeeren gepflanzt habe. Du siehst nur Ananas-Erdbeeren, also diese Weißen hier. So, und die will ich mal testen, und wenn die wirklich lecker sind, lasse ich das so, ansonsten nutze ich das auch wieder neu. Ja, hier habe ich wieder ein bisschen Kohl angepflanzt, hier hinten ist noch Spinat, genau, so. Und dann kommen wir zu zwei Walnussbäumen, die sind hier, da weiß ich noch nicht genau, was ich mache, es sind halt Walnussbäume, eine Walnuss in die Erde gesteckt und ein Baum draus geworden. Ja, ansonsten meine Terrasse, wo ich total stolz und glücklich bin, die habe ich selber gebaut, es war also nur das Haus da, und ich habe halt sowohl das Dach als auch die Terrasse komplett in Eigenregie gebaut und auch bin nicht von Haus aus Handwerker, sondern Diplomkaufmann. Also von daher, viel weiter weg geht's nicht. Und ja, aber trotzdem ganz gut hinbekommen und auch schon die ersten Partys gefeiert, und ja, ich bin ziemlich stolz darauf, das hört man sicherlich. Ja, ansonsten, hier hinten ist dann so die Werkzeugecke und das, wo ich nicht weiß, wo ich hin soll. Die Blumentöpfe hier unten und hier oben ist halt Werkzeug. Das ist ganz cool hier. Das habe ich selber noch nicht gesehen. Das waren mal Shisha-Tabletten. Also zum Räuchern nehme ich die manchmal. Aber die scheint es hier komplett zerstört zu haben. Habe ich selber noch nicht gesehen. Das erste Mal. Ja, hier hinten ist meine Toilette mit eingebautem Sichtschutz. Und ja, 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 so ist das. Und auf der anderen Seite ist der Wasabi, und dahinter ist halt nochmal Wasabi, und da ist Bärlauch und Waldmeister. Das ist alles, das sind alles ja, Pflanzen, die es feucht und gerne ein bisschen schattig haben. Die kommen halt hier so hinter der Regentonne, da fällt auch mal ein bisschen Regen runter und dann hier halt Schatten. Ansonsten ist hier hinten dann sozusagen auch nochmal Wasabi und meine Mülltonnen quasi, meine Misttonnen. Ja. Also Mülltonnen, Misttonnen, Mistkompostonnen, so ist der richtige Begriff. Die Komposttonnen, genau, und da ist nichts Spektakuläres mehr zu sehen. So, meine Spinaternte. Und dann kommen wir hier in die Laube. Und ja, hier draußen in der Laube, das ist halt noch einiges von der Vorbesitzerin, so Zeug, so auch hier ja, selber gekauftes. Und ja, muss ich ein bisschen sortieren noch. Und Kühlschrank und Smoker. Und hier so ein kleines Separé für gemütliche Abendstunden. Die Polster sind ja eigentlich dann draußen auf meiner Sitz, auf der Terrasse. Und hier kann man dann auch wirklich wunderbar noch ja, den Abend ausklingen lassen. Genau. Das sollte also gewesen sein. Das war mal wieder ein kleiner Rundgang, etwas länger als der erste. Aber es gibt auch ein bisschen mehr zu zeigen als im Winter. Vielleicht habt ihr durchgehalten mit dem Rundgang. Und jetzt wisst ihr zumindest, ja, wie der Garten so in Gänze dann mal aussieht. Und wir sehen uns, was den Rundgang angeht, dann irgendwann dann Ende des Jahres, wenn dann alles abgestorben ist. Und ja, werde sicherlich noch einen Rundgang machen. Macht's gut, euer Christian. Ciao. Und wenn man noch nicht genug von mir bekommen kann und sich zu Tode christianisieren möchte, der hat natürlich hier unten die Möglichkeit, mir bei meinen anderen Projekten zu folgen. Und das zum einen natürlich meine Homepage, wo quasi die Quintessenz aller YouTube-Videos und Facebook festgehalten wird, in den veganen Säulen, die ich mir sozusagen aufgebaut habe. Bei Facebook tue ich meiner Leidenschaft frönen, Fotos zu schießen und ein paar persönliche Dinge preiszugeben. Des Weiteren natürlich die Playlists bei YouTube. Ich empfehle da vor allem das Wissensarchiv, wo wirklich der pure Content drin ist, ohne Laberei, wo es einfach nur um Wissen geht. Dann natürlich die Rezension, Produkte kaufen oder nicht kaufen, das findet in Rezension, Rezepte selbst erstellt oder getestet, und natürlich nicht zu vergessen mein Tagebuch, wo meine persönlichen Gefühle des Tages verarbeitet werden. Ich wünsche euch viel Spaß mit Christian.